Hallo zusammen, Franziska Giffey ist auf Herzenssache Tour Berlin. Unter diesem Hashtag tourt die SPD-Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin im März und April durch die Hauptstadt, um direkt mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Ihr erster Stopp ist Friedrichstadtpalast für heute. Eine Teilnahme des Pressetermins war nur mit einem negativen Corona-Test möglich, der gleich vor Ort bei den Gästen und auch bei mir gemacht wurde. Der Intendant des Friedrichstadtpalasts, Dr. Bernd Schmidt, empfing seine Gäste und zeigte ihnen die größte Theaterbühne der Welt. Dort wurde schon eifrig geprobt für die neue Show im August, Arise. Frau Franziska Giffey, Sie sind auf Herzenssachen-Tour. Erzählen Sie mir erstmal über Ihr Motto. Ja, wir haben ja unseren Vorwahlkampf und alles, wofür wir als Berliner SPD auch stehen wollen, mit unserem Programm unter das Motto Herzenssache Berlin gestellt. Und natürlich gehört zur Herzenssache Berlin ganz viel Anschauung vor Ort. Und das ist unter Pandemiebedingungen natürlich nicht ganz einfach. Aber wir haben trotzdem die Herzenssache Berlin-Tour mit Corona-Regeln begonnen. Und heute sind wir hier im Friedrichstadtpalast in Berlin-Mitte. Und es geht natürlich um die Kultur. Es geht darum, wie die Kultur durch die Pandemie kommt und vor allen Dingen, was es braucht nach der Pandemie, damit die Kultur wieder neu starten kann. Denn man muss es ganz klar sagen, Berlin als Kulturmetropole ist schon sehr stark getroffen von den Auswirkungen der Pandemie, auch von den Kontaktbeschränkungen und wie es hier den Künstlerinnen und Künstlern geht und was es auch für Perspektiven für die Kulturmetropole Berlin gibt, darum ging es mir heute hier. Letztes Mal war ich hier, da wurde dieses wunderschöne Gebäude denkmalgeschützt. Ja. Das ist eine Ewigkeit her. Jetzt ist Franziska Giffey auf Herzenssachen-Tour. Wie wichtig ist das für Ihr Haus? Ich finde es toll, wenn eine Politikerin, die sich bewirbt für das Amt der regierenden Bürgermeisterin, mit ihrem Besuch zeigt, wie wichtig ihr Kultur ist. Und sie hat ja auch gesagt in ihrem Begrüßungsstatement, dass sie die Bedeutung der Kultur sehr hoch schätzt, des Hauses, aber auch der Kultur allgemein. Und das finde ich in dieser schwierigen Zeit eine sehr gute Aussage. Eben sagte Dr. Schmidt, dass Sie als Friedrichstadtpalast auf sehr hohem Niveau jammern, aber trotzdem sind Sie betroffen von der Corona-Pandemie. Ja, also es ist natürlich so, dass man nochmal sich anschauen muss, wie es in der Kulturszene aussieht. Es gibt die Häuser, die auch staatliche Unterstützung durch das Land bekommen. Die haben natürlich nochmal einen anderen finanziellen Background. Und trotzdem ist es eben für alle Künstlerinnen und Künstler, egal in welchem Genre, in welchem Teil der Berliner Kulturszene sie arbeiten, eine harte Zeit, weil sie das, wofür ihre Leidenschaft brennt, wofür sie ihre Arbeit machen, gerade nicht haben. Eben das Publikum, den Applaus, das Zeigen der Kunst und einfach auch dieses wahrgenommen werden über die Kunst und Kultur, die man macht. Und das fehlt einfach nicht nur den Menschen, die das Publikum nicht sein können im Moment, sondern vor allen Dingen auch den Künstlerinnen und Künstlern. Und insofern ist das schon schwierig, auch hier gerade, wir haben das gelernt fürs Kinder- und Jugendensemble, die über 200 Kinder und Jugendlichen bei der Stange zu halten. Und man kann nicht erwarten, dass es nach der Krise einfach der Schalter umgelegt wird und es weitergeht wie vorher, sondern alle müssen auch wieder ein Stück zurückfinden in eine neue Normalität und in ein Wiederkehren und einen Neustart Kultur hier in Berlin. Die Direktorin des Jungen Ensemble erzählt konkreter, wie sehr die Jugendlichen betroffen sind von der Corona-Pandemie. Wir sind ja ein Ensemble, die vor allem ja auch mit Kindern hier arbeitet. Also wir geben hier im Schauspielunterricht und wir geben hier Tanzunterricht und haben natürlich eine hauseigene Produktion. Und mit Corona ist ein Stückchen Identität verloren gegangen, indem wir einfach auch unser Zuhause verloren haben. Also die 280 Kinder haben ihr Zuhause verloren und wir mussten dann sehen, wie wir diese gesamten Kinder zusammenhalten und wie wir die Möglichkeit zu finden, einfach über Zoom den Unterricht weiterzuführen und weiterhin mit den Kindern zu arbeiten. Das war also unser Ziel. Und im Moment geht es darum, die Kinder zu motivieren und die Kinder irgendwie bei uns zu behalten und zu sagen, ja, es wird irgendwann wieder eine Kindershow geben und es wird irgendwann werden wir wieder arbeiten. Wann fand denn die letzte Kindershow statt? Die letzte Kindershow, ach mein Gott, fand statt im Januar vor letzten Jahres. Also im Januar haben wir noch gespielt
Und dann kam ja sofort der Lockdown und wir sind dann sofort raus und standen vor einem Nichts. Damit die Kultur zurückkommen kann, wurden einige Hygienevorrichtungen vorgenommen. Wir haben mittlerweile eine neue Lüftungsanlage bekommen und das ist ja, glaube ich, in diesen Zeiten, wo man viel von Aerosolen spricht und frischer Luft, ganz wichtig. Wir haben jetzt eine Lüftungsanlage drin, das ist die modernste Technik auf dem Stand 2020. Da wird 8-mal pro Stunde die Luft ausgetauscht, also es ist wie Open Air mit Dach drüber. So richtig stand es hier noch nie still, weil Sie sind schon mittlerweile in der nächsten Probe für das nächste Stück. Erzählen Sie mir davon. Ja, wir machen gerade für Arise die neue Grand Show, proben wir. Wir können das machen, weil wir ein Hygienekonzept haben, was sich am Leistungssport orientiert mit dem PCR-Screening. Da werden unsere Künstlerinnen und Künstler 2-mal pro Woche getestet. Und deswegen können wir auch unter Nähebedingungen arbeiten, also uns berühren, weil das PCR-Screening ausschließt, dass es zu Infektionsketten innerhalb des Ensembles kommt. Für Franziska Giffey gab es gerade ein schönes Programm. Wir haben Kostüme gesehen, wir haben einen Teil von dieser Show gesehen. Erzählen Sie mir mal. Ja, was wir im Hintergrund von mir sehen, sind ja Kostüme aus der neuen Produktion Arise. Es geht um einen Fotografen, der mit seiner Muse, mit seiner geliebten Muse um die Welt fliegt. Und als er sie eines Tages verliert, bricht seine ganze Welt zusammen. Er fällt in ein tiefes Loch, in ein tiefes Tal. Aber er schafft sich da wieder raus mit Mut und Zuversicht, und insofern heißt der Untertitel dann auch: Liebe ist stärker als die Zeit, und Arise bedeutet auf Deutsch ja, sich zu erheben, aufzustehen, nicht liegen zu bleiben. Sie sind jetzt meine erste Pressekonferenz, an der ich teilnehme dieses Jahr, und ich fand das so gut, dass Sie auch Corona-Test angeboten haben. Ja, ich glaube, da fühlen wir uns alle ein bisschen sicherer, wenn wir das machen. Und das ist ja auch überhaupt nicht aufwendig. Ja? Also, dass hier so sich 20 Sekunden was in die Nase stecken und dann 5 Minuten warten. Also, ich meine, was soll das? Ja? Das ist wie Zähneputzen. Und alle fühlen wir uns dann ein bisschen sicherer. Und insofern hoffe ich, dass sich das durchsetzt und wir das alle machen. Und man hält sich ja trotzdem an die Regeln. Ja? Man trägt ja trotzdem noch Maske, wenn man nicht gerade spricht. Insofern, solange wir das so durchhalten, glaube ich, kommen wir gut in den Sommer. Ab August geht es dann weiter, hoffentlich mit Arise. Wir freuen uns drauf. Ich kann Ihnen kaum sagen, wie sehr ich mich darauf freue. Auf den 7. August, der Ticketverkauf ist eröffnet. Und vielleicht muss man an der Stelle auch mal sagen, man überlegt sich vielleicht, meine Güte, soll ich mir Tickets kaufen? Was wir machen so ein rundum fühl dich sicher Versprechen. Also die Gäste, die jetzt Tickets kaufen, können sich darauf verlassen, dass, wenn die Vorstellung nicht stattfindet, also abgesagt werden muss, dass wir innerhalb von 3 Wochen das Geld zurücküberweisen. Also es gibt keine Gutscheine bei uns, sondern wir überweisen das Geld zurück, und zwar automatisch, ohne Antrag. Und wenn dem Gast was dazwischen kommt, weil er sagt, ich fühle mich nicht wohl, ich kann nicht reisen und die Vorstellung findet statt, kann er sein Ticket 2 Stunden vorher, bis zu 2 Stunden vorher auch umtauschen, kostenlos. Das ist, damit ist man immer auf der sicheren Seite dann. Wie sehr vermissen Sie denn die Kultur? Ich vermisse die Kultur wie ganz viele andere Berlinerinnen und Berliner auch natürlich sehr. Und Berlin hat eine einzigartige Kulturlandschaft. Wir haben so viele tolle Kultureinrichtungen. Und ich kenne viele Menschen, die sagen, ich würde so gerne mal wieder ins Theater, ins Konzert, ins Museum, auch ohne Maske. Ja, das ist natürlich eine große Sehnsucht, die man hier heute auch mit Händen greifen konnte. Und wir freuen uns sehr darauf, wenn die Impfungen jetzt wirklich einen Schub bekommen. Wir sind in Berlin, das muss man ja auch sagen, einer der bundesweiten Vorreiter in Sachen Impfen. Da können wir auch mal stolz drauf sein, dass Berlin wirklich gut beim Impfen ist. Da wird jetzt ja noch viel mehr passieren durch die Hausärzte, und wir werden in den nächsten Monaten wirklich eine hohe Durchimpfungsrate erreichen. Und dann gibt es natürlich auch wieder andere Perspektiven. Bis dahin allerdings ist die Lage ernst, das muss man auch sagen. Wir sind in der dritten Welle und wir müssen alles dafür tun, da jetzt rüberzukommen, noch ein bisschen auch durchhalten, ja, so schwierig es ist, damit danach es weitergehen kann und wieder das Leben, auch das kulturelle Leben in der Stadt wieder einkehren kann. Wie lange geht Ihre Herzenssachentour? Ja, also bis wir rum sind, ne? Und dann fangen wir wieder von vorne an. Also wir haben ja 12 Bezirke, heute war die 6. Tour, und wir werden also noch ein bisschen unterwegs sein und natürlich auch weitermachen. Ich finde, gute Politik beginnt immer mit dem Betrachten der Wirklichkeit, mit der Anschauung vor Ort und vor allen Dingen dem direkten Gespräch. Das ist das, was auch immer mich ein Stück weit ausgemacht hat, und das werden wir machen, so viel es geht, auch unter Pandemiebedingungen.
weil wir einfach als Politiker zuhören müssen, hingehen und dann anpacken. Und das ist ganz wichtig auch für die Zukunft in Berlin. Ich hoffe, dass Sie unsere zukünftige Bürgermeisterin werden. Ja, das freut mich ja sehr. Ich hoffe das auch und Sie können ja Ihren Beitrag dazu leisten. Franziska Giffey wird noch bis zum 30. April unterwegs sein. Auf der Hashtag Herzenssache Berlin Tour.